Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir wieder Eurotruck Simulator. Ja, heute nämlich zu einer neuen Mod, respektive zu einer ähnlichen Mod wie im letzten Let's Play von Eurotruck Simulator. Und zwar kommen wir wieder zu der Alex Engine Mod. Ich kann euch mal die zeigen. Diesmal ist die nicht für das Getriebe, sondern diesmal ist diese Mod nämlich für den Motor. Ich kann sie euch schnell zeigen. So, da die Alex Drill Engine für den Scania S37. Man könnte den auch für einen anderen Scania benötigen. Aber ich habe mal den Scania S37 benötigt. Man könnte es auch noch beim Getriebe, respektive man könnte es noch beim Getriebe einbauen, aber ich habe gedacht, nee, heute in dieser Folge geht es mal um den Motor. Und zwar, was mir aufgefallen ist in diesem Mod, das ist mir jetzt aufgefallen, als ich die jetzt für den Scania heruntergeladen habe, für den Motor. Ich habe übrigens auch noch einen neuen Auflieger gekauft, bei dieser neuen Version, wo er schon lange draußen ist. Habe ich einen neuen Auflieger gekauft und wir transportieren heute Druckbehälter. Ich würde sagen, wir testen das Ganze mal einfach ohne Anhänger. So, was ich bemerkt habe in dieser Engine-Mod, was ich ganz speziell finde, und zwar habe ich da den Scania S730, wo ich die eingebaut habe. Was ich einfach daran sehr speziell finde und cool, ist nämlich, wenn man nämlich Gas gibt und höher fährt, der Motor sollte eigentlich nicht so hoch steigen. Also das heißt, der Motor sollte eigentlich niedriger sein. Aber es könnte natürlich auch noch ein Problem aufgetreten sein, und zwar, ihr seht ja jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt mal da, kann ich da eine Rundfahrt machen? Ja, ich glaube, das sollte schon gehen. Solltet ihr rundherum fahren können. Okay, testen wir mal etwas aus, Leute. Ich fahre jetzt mal da jetzt mal einmal Vollgas. Was ich einfach gut finde, und was merkt man auch ein bisschen, jetzt gerade, wenn man nicht höher fährt, merkt man, dass der Motor, also dass sozusagen die Motorgeschwindigkeit nicht so hoch draufsteigt, also dass es nicht so hoch geht, weil man sagt ja, wenn der Motor ziemlich hoch ist, das ist ja schlecht für den LKW. Und eigentlich sollte das auch ein bisschen beeinflussen, dass man stärkere PS hat für gewisse Transporte und dass der Motor ein bisschen niedriger bleibt bei gewisser PS und Gas, wo man gibt. Das sollte diese Mod eigentlich bewirken. Ansonsten, ja, man ist ein bisschen schneller auch beim Anfahren, das merkt man auch. Eben. Wir schauen mal, wie es heute rauskommt. Das ist einfach eine neue Mod, Leute, die ich gefunden habe im Steam Workshop, wo ich gedacht habe, nee. Leute, die werde ich euch auf jeden Fall sicher auch vorstellen. Oh, jetzt haben wir uns da wieder verfahren. Lauter Ausprobierung. Okay, wir haben jetzt das Ganze mal ohne Auflieger getestet. Leider können wir jetzt das nicht weiter ohne Auflieger, und zwar aus speziellen Gründen nämlich. Und zwar möchten wir ja den Auftrag erledigen. Und zwar möchte ich jetzt mal das Ganze mit Auftrag probieren. Mal schauen, wie das mit Auftrag ist. So, Auflieger lassen wir nicht da stehen, den holen wir ab. Ist ja klar. Okay, so. Koppel ich mal da bald an, wenn das Ding da hier so weit ist. So, jetzt. Also Leute, jetzt kommt's drauf an. Jetzt testen wir mal das ganze Ding. Nämlich mit Auflieger. Okay, so Leute, die Fahrt kann langsam losgehen. Und eben, falls der Motor ein bisschen höher aufspringt, ist es, weil ich beim Getriebe das auch nicht auf der Alix Transmission gelassen habe, weil es ist ja bei der ersten Mod vom Getriebe so gestanden, dass man, glaube ich, den auch für andere, also ich glaube, den kann man dann auch für andere LKWs gebrauchen. Aber egal, Leute, was soll's. Wir werden einfach mal schauen, wie gut wir mit diesem Mod dran sind. Also speziell gibt es jetzt nicht nur diesen Mod, was man eigentlich bezeichnen kann. Es ist einfach eine neue Mod und ich bin eigentlich zufrieden damit. Es sollte eigentlich ein bisschen daran eine Wirkung haben, dass der Motor ein bisschen niedriger bleibt und dafür, dass die Geschwindigkeit höher steigt. Das sollte es eigentlich bewirken. Okay, wir schauen jetzt mal, ich gebe jetzt mal so viel Gas, wie es geht, wie es einfach geht. Okay, also so etwas merkt man, Leute, einen Unterschied. Also das ist auch das,
der allgemeine Unterschied, und zwar der Motor steigt jetzt höher. Und zwar kann ich auch das genau erklären. Wir transportieren ja 12 Tonnen von diesem Druckbehälter. Und das heißt, der Motor braucht ja für das auch mehr Kraft. Und dann ist ja klar, dass der Motor höher steigt mit Auflieger. Der braucht ja mehr Kraft. Und deswegen geht da auch eben, also nicht, da geht die Geschwindigkeit und der Motor geht rauf. Und eigentlich ist es ja bei den Mods so beschrieben, dass die Geschwindigkeit sehr hoch geht und der Motor eben ein bisschen höher, aber nicht ganz so hoch. Aber ja, also ansonsten eben sollte diese Mod auch helfen wahrscheinlich, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr PS hat. Das ist eigentlich genau die gleiche Mod wie beim letzten, bei der Transmission von Alex Mod von dem Volvo. Einfach ist es jetzt bei dem Scania, und zwar, was noch der Unterschied ist, ist es natürlich in dem Motor eingebaut ist. Den könnte man auch eben für das Getriebe, aber ich dachte, wir lassen das Getriebe aus, weil es geht ja schließlich um den Motor und um die Fracht. Also, ihr seht, also was ich toll finde, ich weiß nicht, ob das auch so ist ohne diese Mod, aber was ich jetzt schon erkennen kann, der Motor steigt jetzt zwar ziemlich hoch, aber eigentlich sollte der Motor ja eigentlich theoretisch vielleicht ein bisschen niedriger sein, oder weil wir fahren jetzt fast 120 und der Motor ist zum Glück nicht ganz so hoch. Und man merkt schon, dass er etwa bei der Hälfte ist, kann man so sagen. Also bei der Hälfte, ein bisschen über die Hälfte, aber ja, was soll's? Ich habe euch jetzt mal diese Mod gezeigt und wir schauen mal, wie schnell dass wir heute am Ziel sind. Natürlich ist diese Mod auch, also verhilft die natürlich auch, dass man ein bisschen schneller anfahren kann. Und das finde ich auch ziemlich exakt von dieser Mod gemacht. Und ja. Je nach Fracht zieht das jetzt eigentlich mal gut. Ich probiere jetzt mal nochmals das aus, was wir immer probiert haben. Okay. Jetzt gehen wir mal auf 0. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell das er von 0. Wow. Okay, der Motor, der steigt schnell hoch. Muss man sagen. Also der Motor steigt beim Anfahren schnell hoch und deswegen gibt er wahrscheinlich dann auch schneller Gas. Das ist normal. Aber wir möchten ja. Uns interessiert es ja jetzt, ob jetzt der Motor niedriger bleibt oder ob der ganz höher steigt. Also ich kann jetzt das auch nicht genau beurteilen, Leute, weil ich nicht die ganze Geschichte ausprobiert habe, wie das ohne diesen Mod ist. Aber ich denke, ohne diesen Mod wäre das vielleicht ähnlich. Also ich denke einfach, dass es eine Mod ist, die uns auch verhilft für die Fracht. Dass wir ein bisschen mehr PS haben, zum Beispiel zum schneller anfahren oder irgendetwas so. Oder einfach mehr PS haben. Und das hat sich auch gelohnt, weil eben, ich habe mir einen neuen Auflieger gekauft und habe jetzt, und wir transportieren ja jetzt einen Druckbehälter und ja, eben. Also ich würde sagen, diese Mod passt auch sehr gut für den Scania, weil Scania ist ja auch so eine ähnliche Marke wie Volvo. Und ich finde, das ist auch eine ganz teure und spezielle Marke, und von daher finde ich das auch toll, dass sie diese Mod eigentlich hinzugefügt haben bei Steam Workshop. Genau. Falls ich euch mal Euro Truck Mods verlinken soll, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Mod-Vorschläge für Euro Truck Simulator 2 habt. Ja. Also Leute. Mittlerweile sind wir jetzt schon auf 120. Der Motor ist zum Glück noch nicht so hoch. Okay, ich glaube, das ist auch gut so. Er geht ein bisschen zurück, der Motor, okay, unsere Geschwindigkeit geht auch zurück. Okay, es könnte auch sein, eben, vielleicht ist es wirklich so, ich kann es jetzt nicht gerecht beurteilen, weil es könnte natürlich auch sein, dass der Motor ein bisschen niedriger wird, wenn wir das auch ohne diese Mod fahren würden, diesen LKW. Aber ich nehme mal an, diese Mod sollte eigentlich so sein, Leute. Dass der Motor ein bisschen niedriger sinken soll und dass die Geschwindigkeit hochsteigen soll. Okay, wir transportieren ja jetzt Druckbehälter, also ich denke 12 Tonnen, ja. Ist vielleicht, also Druckbehälter ist vielleicht nicht gerade ganz so eine leichte Fracht, aber ich denke, wenn es jetzt ein bisschen bergauf gehen würde, wäre es noch eine Stufe spannender, aber im Moment geht es nur so richtig bergab. Also so richtig bergauf ging es ja bis jetzt gar nicht, weil wenn es bergauf geht, Leute, dann könnten wir es ziemlich, ziemlich gut testen, aber wir gehen ja nicht bergauf. Okay, unser Zielort ist von Linköping nach Sagtre.
Habe ich jetzt gerade nachgeschaut, weil ich möchte das nicht immer auf der Karte nachschauen. Es reicht ja, wenn wir das so anschauen. Ja. Also. Es gibt jetzt ziemlich viele neue Mods in Steam Workshop und mittlerweile habe ich mir auch diesen neuen Auflieger gekauft. Da kann man jetzt zum Beispiel auch Zeros transportieren, Druckbehälter transportieren. Man könnte da auch Zero-Ballen transportieren, denke ich jetzt mal. Also das ist auch so ein Auflieger. Ich könnte auch... Und die anderen sind Tiefkühlauflieger, Kühlauflieger und so weiter. Und ich habe jetzt mal so einen Auflieger gekauft und habe gedacht, wir werden diese Mod mal mit diesem Auflieger testen. Und ja, eben. Es könnte auch der Grund daran liegen, dass der Motor jetzt auch hoch geht, weil natürlich das an der Flacht liegt, weil das braucht ja sehr viel Kraft, um noch so einen Auflieger zu ziehen. Und ohne Auflieger wäre das eine ganz andere Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Okay, Hauptsache, ich habe euch jetzt mal diese Mod gezeigt. Ich möchte jetzt da nicht darüber zu viel sagen, weil ich natürlich nicht etwas Falsches sagen möchte. Aber das ist auf jeden Fall eine neue Mod und ich kann so viel zu sagen jetzt nichts Spezielles erkennen. Also, es scheint so, als ob das eben ein bisschen eine tiefere Stufe ist von dieser Mod, aber einen anderen Motor. Dafür hat es gewisse Vorteile, die man bei den anderen Motoren nicht hat. Das auf jeden Fall, deswegen ist es ja auch ein Zusatzinhalt. Also schnell anfahren, das tut es auf jeden Fall, das muss man echt zugeben. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir bergab gehen. Ob der Motor höher sinkt oder nicht. Okay, nee. Der Motor bleibt etwa gleich. Egal wie weit. Also wenn wir 120 fahren, geht der Motor nur etwa bis zu diesem blauen Balken hier unten. Okay, alles klar. So, ich gehe jetzt mal da um die Kurve. Ich mache jetzt da mal wieder eine schnelle Kurve. Ich dürfte jetzt da eigentlich nicht so schnell fahren, aber ausnahmsweise mache ich jetzt das mal. So, wir sind gleich angekommen, Leute. Und somit wäre es das dann auch bald gewesen mit dieser Folge. Also, was ich jetzt erkennen kann, ich weiß eben nicht, ob das bei den anderen Motoren nicht so ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, eben, es hat es angezeigt, sogar auf den Bildern, dass die Geschwindigkeit aufsteigt und der Motor ein bisschen niedriger bleibt. Immer ein bisschen ein großes oder mittleres Stück zurück von der kmh. Ich weiß es nicht, Leute, aber ich denke, es ist so. Und eben, mit dem Auflieger ist es auch wieder eine ganz andere Geschichte, dann kann man da auch nicht viel beurteilen. Ja. Also, Leute. Wir sind gleich an unserem Zielort. Wenigstens habe ich auch noch einen neuen Auflieger gezeigt, den wir jetzt auch neu gekauft haben. Jetzt können wir auch noch weitere Aufträge suchen, wo nicht nur mit Paletten transportiert werden oder Pflanzen oder Lebensmittel, sondern auch andere Gegenstände wie Lüftungsschacht, Silos und Druckbehälter. So, also in der Gegend da ist es ziemlich schön zu fahren, da Schweden, Skandinavien, muss ich wirklich sagen. Ansonsten, ja, habe ich jetzt nichts Spezielles an diesem Mod bemerkt, aber ich muss sagen, diese Mod nützt auf jeden Fall schon etwas. Man merkt schon, dass es einen Unterschied hat. Und ich finde, man kann damit auch Energie sparen. Es ist eine Enchine-Mod. Also ich finde, man kann damit wirklich auch ein bisschen Energie sparen. Und von daher finde ich das eine coole Mod auf jeden Fall. Tja, das war es auf jeden Fall. Wir sind an unserem Zielort angekommen. Jetzt hat es uns noch aufgespickt. So, auf Nummer sicher gehen möchte ich natürlich, genau. Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich ankommen. Okay, so. Wir sind sowieso pünktlich angekommen, Leute. So, ich überspringe jetzt mal das Ganze. So, ausgezeichnet. Wir wären fast zu spät gekommen, Leute. Zum Glück ist es noch ausgezeichnet. Okay. So, ja, Leute, leider habe ich da jetzt nichts Spezielles bemerkt, aber es ist auf jeden Fall eine neue Mod und ich finde, man kann damit auch wieder ein bisschen Energie sparen und von daher finde ich das auch ziemlich cool, diese Mod. Und ja, würde sagen, das war es auf jeden Fall für diese Mod-Vorstellung von dieser Real Enchine Mod, also Alex Enchine Mod.
und würde sagen, ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend, Leute. Und falls ihr noch weitere Mod-Vorschläge habt für Euro Truck Simulator 2, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend und bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.